Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Risen 3, wo wir jetzt auf dem Weg sind, mal zu gucken, wie es dem Herrn geht, den wir denn aus seinem Skelettkörper geholfen haben, den wir in Zauberspruch besorgt haben. Er müsste ja genau auf der anderen Seite hier sein, da laufen wir mal eben durch die Hütte. Ah ne, hier war gar nicht die Hütte, wo wir durchlaufen konnten, ne? Gerade keiner da, der mich aufhalten könnte. Dann können wir auch ein bisschen hier klauen. Sehr schön. Mal eben kurz rüber gucken. Runenstein, Messer, Krug. Ihr besitzt zwar nichts. Die Teilung Kalador's nehmen wir auch einfach mal mit. So, das war's für den Raum. Haben wir leergeräumt. Wie witzig. Schöne Abtrennung des Raumes. Wir müssen einfach die andere Treppe hoch. Dann können wir mit dem Typen reden. So, mit Connor müssen wir gerade nicht reden. Mit Henrik auch nicht. Durchs Feuer rollen ist auch nicht die beste Idee. So, da ist der Blablabla, der Berg. Endlich habe ich meinen Körper wieder. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Dafür sollst du einen Batzen Goldstücke kriegen. Vermisst du deine Knochengestalt? Vermisst du deine Knochengestalt? Nicht im geringsten. Ich sag dir, Skelett sein hat nur Nachteile. Das Betrinken macht keinen Spaß mehr und so ein feines Stück gebratenes Fleisch geht dir auch am Arsch vorbei. Und mit den Frauen ist natürlich auch Essig, wenn du verstehst, was ich meine. Woher hattest du das Skelett für dein Experiment? Es gibt für alles einen Ort. Man muss nur wissen, wo man graben muss. Und in meinem Fall lag die Lösung direkt am Fuß der Zitadelle. Der Friedhof. Also wenn du Bedarf hast, schnapp dir einfach eine Schaufel und fang an zu buddeln. Okay. Friedhof der Zitadelle. Schauen wir mal eben. Der Verlobungsring, den müssen wir zurückbringen nach Antigua. Und der Brief für Harry. Ach, da muss ich unten zum Fischerdorf zurück. Das können wir natürlich mal eben erledigen. Aua, da kriege ich echt so viel Schaden. Na okay, nächstes Mal soll ich den Weg vielleicht wirklich gehen und nicht springen. Aber das Fischerdorf ist ja echt um die Ecke. Aber was echt schön ist, ich kann die Kristallgates jetzt zerstören. Also, das hat mir ja der Zauberer gezeigt gehabt. Ach, der Zauberer, sag ich schon. Der Dämonenjäger, Töter, wie auch immer man ihn nennen mag. Mein Begleiter ist natürlich gerade einfach weg. Ach, da kommt er. Er war wahrscheinlich ein bisschen irritiert, dass ich da einfach runtergehüpft bin. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Endlich mal eine Ratte. Klingenblatt. Dann können wir die Ratte. Da ist noch Brot. Die Ratte hat einige Sachen geklaut. Natürlich kein Mensch braucht. So, das ist auch schon das Fischerdorf. Dachte erst, hä? Komischer Fischer. Ach, Moment. Stimmt. Hier haben wir es ja aufgenommen, beziehungsweise, Lass mich, ich muss mir überlegen. Genau. In einer Flasche gut.
Von dem hatten wir das Quest angenommen. Wir müssen das nämlich eigentlich wegbringen. Und zwar nach Kila. Scheint mich nicht direkt dahin teleportieren kann. Was bedeutet, ich muss nach Kila wirklich rüberfahren. Dann mal, wenn ich dir helfen soll, musst du es nur sagen. Nee, lass mal. Alles gut, ich mach das schon. Ich kann auch ordentlich zupacken, wenn es sein muss. Ich kann es dir gerne mal zeigen. Also... Ich sag dir, lass es. Du tust dir nur weh dabei. Okay, dann später vielleicht. So, sehr gut. Wer sollte jetzt den Brief kriegen? Henry, ne? Ist das, darf ich die Schaufel nehmen? Anscheinend. Danke. Oder Harry. Die Sache mit Buß hast du ja prächtig hinbekommen. Nicht der Rede wert. Genau. Und darum bist du genau der Richtige für einen weiteren Gefallen. Seit wir hier vor Anker gegangen sind, gehen mir die Bräute, die Frauen der Eingeborenen, nicht mehr aus dem Kopf. Und da dachte ich mir so, Harry, dachte ich, dieser Neue, der kann dir da sicher unter die Arme greifen. Erstmal habe ich einen Brief für dich. Ich habe einen Brief von Kilian für dich. Oh, zeig her den Lappen. Steht zwar nichts von Interesse drin, aber wenn mal das Papier alle ist. Okay, das wollte ich echt nicht wissen. An die raue Mundart hier wirst du dich gewöhnen müssen. Da, nimm das Gold als Belohnung. Danke nochmal. Wenn dir so viel daran liegt, kann ich mich ja mal nach einer Frau für dich umsehen. Echt? Klasse! Ja, aber jung und hübsch muss sie sein. In deiner Situation wäre ich nicht so wählerisch. Naja, ich meine ja nur, weil... Ach, du wirst schon wissen, was du tust. Verbotene Früchte. Ich will... Was? Ich bin noch nicht gut genug. Ja, Nahkampf habe ich noch nicht 60. Hiebwaffen möchte ich auch nicht lernen. Guck mal in die Übersicht. 3600 Ruhm. Magie etc. Hier steht was. Also, seine geschärften Klingen waren fortan sein Kapitel. Hier steht... Nein! Ich habe nur gemerkt, das haben wir schon mal gelesen. Hätte ich natürlich auch verkaufen können, den Fisch. Jetzt überlege ich gerade, das haben wir natürlich hier auf... Der Schatz des Captain Finch. Okay, da komme ich ja nicht hin, weil wir kommen noch nicht durchs Tor. Verbotene Früchte, was wird mir da angezeigt? Man kann es ja mal eben machen. Die Eingeborene kann ihn ja auch einfach hassen. Ich gebe ihr nur eben schnell einmal einen Knüppel. Dann entführe ich die auf mein Schiff. Und dann wird sie geraped von allen. Okay, da soll ich hin. Da finde ich wahrscheinlich nur eine eingeborene... Yalla, yalla. Eingeborene... Strohpuppe. Ach, du lebst ja noch. Man beachte, ich muss alleine kämpfen, weil der Mutt hier wieder nichts macht. Oh.
Ja, schön. Makoto Makata. Hast du schön gemacht. Meiner hilft mir ja hier wieder überhaupt nicht. Los doch! Mach ihn nieder! Kann ich einfach runterfallen hier von der Brücke? Zeig sie! Mach ihn nieder! Warum habe ich den eigentlich mit? Ich glaube, ich werde nicht mehr los, bis ich die Tür mal offen habe, ne? Zeig sie! Hör, woher kommt denn die Blaukralle jetzt? Ja, 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 du mich auch. Oh, hier sitzt ja wirklich eine wunderschöne, junge Eingeborene, die ich vorher noch gar nicht gesehen hatte. Und sie hat einen Silberteller. Erstmal ein bisschen ausrauben hier, ne? Miyamiti. Uchuhalima Miyamiti? Was hast du gesagt? Chi. Miyamiti Chakeke. Miyamiti Taka Ona Guchos. Piraten? Sehe ich das richtig? Du willst zu den Piraten an den Strand? Chi. Was will eine Eingeborene bei den Piraten? Guchos Sheshu. Piraten hübsch. Du stehst auf Piraten? Oh Mann. Die hat wohl zu lange in der Sonne gelegen. Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube nicht, dass dein Plan eurem Häuptling gefallen wird. Chaka Hiruto ona Papai. Mir mit die eigene Kopf. Wenn ich dir helfe zu verschwinden, sitzt mir der ganze Stamm der Kila im Nacken. Tavu Yala Yala? Abhauen? Glaub mir, einfach hier rauszurennen klingt nicht nach einem Spitzenplan. Wenn ich dir helfe, dann nachts. Dann haben wir die besten Chancen. Tavonga Gucho. Kapusheko Gucho? Ich sollte bis zum Anbruch der Nacht warten. Vorher ist es zu gefährlich, sie aus dem Lager zu bringen. Junge, wir haben Nacht. Kapusheko. Vorher ist es. Boah, jetzt muss ich echt irgendwo ein Bett suchen. Mich da reinknallen. Hauptsache, mitten in der Nacht kann ich halt nicht hier pennen, ne? Nicht hier pennen, sondern die mitnehmen. Hi, Camille. So, Energie mal kurz auffüllen. Kann ich leider nicht überspringen. Egal. So, nächste Zeremonie. Bis zum nächsten Abend schlafen. Sag mal, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Wolltest du nicht die Klappe halten? Ich meine ja nur, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch viel effizienter sein könnten. Ich mach dir mal ein paar Vorschläge, wie ich das meine. Nein, das machst du nicht. Aber... Du machst deinen Mund nur noch auf, wenn du gefragt wirst, verstanden? Das ist eine klare Ansage. Kann man sich nachrichten. Also gut, dann mach erstmal einfach weiter, okay? Oh, die Truhe kann ich jetzt öffnen. Wenn wir schon gerade dabei sind. Okay, dann müsste ich die zuerst machen. Dann die, dann den letzten bestimmt, dann die drei vorne. Sehr gut. Schon ist das Schloss offen. Eine Muschelkette, Pistolen, einschüchtern, kugelsicher, Schnaps der Schatten, Schnaps des Todes, Gold,
Schockwelle, Steinfaust. Miki Maka, Polo Polo. So, wenn ich die jetzt nicht mitnehmen kann, weil es ist jetzt der nächste Abend. Von den ganzen Affen, die hier noch rumliegen. So, Mika Makaka. Kapusheko Gucho? Ich sollte bis zum Anbruch der Nacht warten. Vorher ist es... Junge, es ist abends. Kann nicht wahr sein. Warum muss ich wirklich bis Mitternacht schlafen? Ja, schade. Ich kann die von hier oben nicht abschießen. Ah, von hier. Zeig's ihm! Ah, jetzt kommen sie uns leider entgegen. Dann kannst du es denen mal zeigen. Los doch! Mach ihn nieder! Ich finde am besten, dass wenn er da in der Wand so steht, ich ihn leider nicht looten kann. Kann ich bei dir noch irgendwas machen? Frag. Sprüche herstellen. Nein, wollen wir alles nicht. Ich muss dir leider... Halt's Maul. Dann später vielleicht. Genau, halt die Fresse, weil sonst poliere ich dir die Fresse. Könnte man nämlich auch machen, aber ich will ihm jetzt eigentlich die Fresse polieren. Das kostet mich dann Seele. Und ich bin ja eigentlich einer der Guten, in Anführungsstrichen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Mitternacht. Und dann können wir mal gucken, ob wir sie jetzt mitnehmen können. Und wenn nicht, dann ist das total das beschissenste Quest aller Zeiten. Folge mir. Kapo Kap. Ja, ja, ich pass schon auf, dass eure Wachen uns nicht sehen. Miamiti Onomuleke. Still jetzt. Verhalt dich unauffällig. Wir sollten den Wachen besser aus dem Weg gehen. Was ja insgesamt doof ist. Weil eine Wache steht nämlich da vorne. Aber komme ich hier vom Hügel irgendwie runter? Ach komm, was da unten ist. Da ist eine Goldader, glaube ich, in der Wand. Aua! Ich bin verletzt! Du musst auch nicht ständig im Weg herumstehen. Aber das tut weh! Du bist offensichtlich kein guter Kämpfer. An deiner Stelle würde ich mir eine andere Beschäftigung suchen. Nein, ist schon gut. Ich schaff das schon. Wirst schon sehen. Also hier runterhüpfen ist auch für den Arsch. Ich muss da vorne lang. Ich wüsste jetzt nichts, womit ich die Wache ablenken könnte.
Genau, roll den mal schön hier runter. Warte hier. Oh. Yalla Yalla oder Makoto wird böse. Bambule, Gujo. Chi, du verstehst. Bambule, Gujo. Chi, du verstehst. Was passiert, wenn ich den einfach umnocke? Bambule, Gujo. Oak. Mach schon. Der mag mich ja eh nicht, also warum soll ich den nicht einfach umnieten? Raka, Raka! Zeig sie! Komm mit. Chi. Vor allem super. Niet ich den einfach rum und renn mit der Frau weiter. Er ist auch nur bewusstlos. Nein! Ach, da war einer der Typen, also beziehungsweise der Jäger, von dem ich ja auch lernen kann. Miamiti no yala wa gucho. Bitte, langsam laufen. Yala wa poromoko. Halten unterwegs bei Steinbogen vor Wasserfall. Aha. Gucho, Miamiti Choka. Was ist denn jetzt schon wieder? Gucho Samo, Mia Ono Samo. Ich verstehe kein Wort. Was willst du mir damit sagen? Kara Miamiti? Ich dachte schon, du willst, dass ich dich zum Piratenlager trage. Chi. Na gut, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Tavonga, Gucho Wahoshi. Uwamba. Mia Tusheka. Okay, scheinbar bist du zufrieden. Gucho Halima Miamiti. Tabulele Kipava. Du willst mir was schenken? Danke. Pass auf dich auf. Genau. Kann ja nur gut laufen für dich hier als einzige Frau. Ich guck nochmal eben, weil der hatte jetzt noch einen Quest für uns plötzlich, ob andere auch noch einen Quest für uns haben. Wie? Was ist los? Kommst du mit deinen Forschern? Gewiss, gewiss. Doch schweife ich momentan in die Lyrik ab. Das mag wohl an der fremden Schönheit liegen, die ich... Es mag euch seltsam... Du wirst... Genau, bitte erzähl mal anders dein Gedicht. Denn ich höre es nicht. Da war doch was. Kann... Hm... So gut bin ich auch nicht. Da kommt ein Wasserträger. Den kann ich ja noch nicht mitnehmen. Was wirst du jetzt mit deinem neuen Leben anstellen? Ja, das ist der, den ich befreit habe. Naja, erstmal werde ich mir bei Buß einen saufen. Und dann? Sauf ich noch einen. Okay, du hast also noch keine Ahnung, was du machen wirst? Klar doch, ich werde für jeden Tag dankbar sein, den ich noch erlebe und... Säufst dir einen. Naja, schon verstanden. Was denkst du über Miamiti? Was denkst du über Miamiti? Naja, eine Nacht mit ihr in einem der Wasserfässer könnte ich mir schon vorstellen. Ein Romantiker. Klar, ich weiß doch, wie man mit Frauen umgehen muss. Wir Piraten haben überall eine Braut sitzen. Also ich jetzt weniger, aber ich könnte, wenn ich wollte. Ja, ja.
Bring mir... Nur wenn... Ich bin noch nicht gut genug. So gut bin ich auch nicht. Ach, dann lass gut sein erstmal. Was kannst du... Kommt drauf an. Ich möchte mehr... Es ist immer richtig, an seinen Fähigkeiten zu... arbeiten. Ich bin noch nicht gut genug. Bereit, ein... Natürlich. Los geht's. Und los! Naja, wir machen mal eben ein paar Messer werfen. Weil wir das... ich glaube, gegen Quinn hat man noch nicht gekämpft. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich hatte es ja letzte Mal... Ach so. Ja, gute. Ach so, unten waren 5 Punkte sogar. Während ich nur 4 gemacht habe. Aber wir haben letztes Mal gegen den anderen gekämpft, ne? Also geworfen. Ha, sehr gut. Hä? 1? Das sehe ich aber anders. So ein Penner. Heimlich geübt, was? Aber ich verliere jetzt, weil ich den einen Wurf da so verkackt habe. Ah, die KI gibt einem aber echt die Chance, nochmal zu gewinnen, ne? Nein, das ist zu viel! Brauchst du eine Seehilfe? Jetzt kann ich nicht mehr gewinnen. Außer er macht nochmal die 1. Ja, wenn ich jetzt die 5 mache, kann ich noch gewinnen. Ah, sieht gut aus. Gewonnen! Also, jetzt muss ich es leider doch loswerden. Was denn? Ich beobachte deine Art, die Dinge zu regeln, ja schon eine ganze Weile. Ich muss sagen, ich bin froh, dass du dich mir angeschlossen hast. Ach was, ich habe mich dir angeschlossen, sagst du? Ja, du bist ein feiner Kerl. Mach ruhig so weiter, dann wirst du... So, das musste ich einfach noch sagen. Nervtötendes Miststück. Kein Mensch braucht dich. Naja, dann holen wir nächstes Mal unsere Belohnung mal eben ein, dass wir die nette Frau mitgebracht haben. Ich hab ihn doch besiegt. Aber er ist einfach weggegangen danach, ne? Ah, dann kriegen wir bestimmt noch Kohle von dem. So, das können wir auch nächstes Mal machen. Bis dann, euer Doc. Ciao.